Ja, ganz ehrlich, mit dem gelben Trainingsanzug sieht sie aus wie eine Kill Bill-Anspielung. Oder sie ist die Entwicklerin, bei der das Tafel das stand. Gehen wir nochmal kurz nach Imperia in die Unterstadt. Ist die Frage, folgt sie mir jetzt überall hin? Nö. Ja, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen und zu schön. Also ja, hier auf der Säule stand der Code. Aber nochmal kurz lesen, was da noch genau dabei stand. Na, Palastwache, wie ist es nicht mehr von mir umgeschossen zu werden? Erion. Ja, Erion haben wir befreit. Ich dachte, er hätte vielleicht noch was dazu zu sagen. Vier Vertiefungen. Sidoni war's. Muss Hessen vernichten. Gör? Nein. Jochen? Nein. Markus. Ja, Raven Pass, Konsole, Set Global Flag Tour. Ja, haben wir gemacht. Und das war alles. Okay. Also ja, ich entschuldige mich immer wieder fürs Raustappen, weil ich weiß, da bleibt das Spiel stehen. Ihr hört zwar noch meine Stimme, aber das war's dann auch. Okay, das heißt ab ins Kolosseum. Willkommen im Kolosseum. Neueröffnung, kommt her und staunt! Ja, bei ihm hier könnten wir uns Obstkörbe kaufen. Ich glaube, der ist unsterblich. Gut, kaufen wir uns die letzten beiden. Noch und dann gucken wir mal, wie wir gegen das Rote Imperium so anstinken. Also wir haben mehr als genug Gold, um uns beide Titanen, die es noch gibt, leisten zu können. Außer ich muss jetzt wieder für die beiden, die ich da drin habe, neu zahlen. Seht her, neue Waren im Angebot. Habt ihr euch für eine Ich möchte den Baumwächter. Er wird euch in der Nähe. Jo. Ah, neue Waren. Komm. Habt ihr euch für. Ich möchte. Er wird euch in der Nähe. Gut, okay. Wir haben jetzt all seine Jungs gekauft. Flup, flup. Dann sagen wir Zerbo mal, dass wir wieder antreten wollen. Das heißt, eigentlich sollten wir jetzt eine schlagkräftige Truppe haben, um die Gegner einigermaßen wegnutzen zu können. Und ich versuche halt auch alle 10 Kämpfe zu bestehen jetzt noch, also die 5, die wir noch haben. In der Hoffnung, dass wir nicht nur die Münze, die kriegen wir, glaube ich, bei 8 oder 9, sondern vielleicht auch noch neue Runen und neue Ausrüstung, die was bringt für unsere neuen Helden dann, ausrüsten zu können. Und eigentlich müsste das Ding jetzt schaffbar sein. Na, hab
Der Kampf. Sehr gut. Okay, Feuerassassinen, Großpriester, Veteran. Die gehen alle noch von der Stufe her. Gladiatoren, lasst den Kampf beginnen. Okay, wir haben alle. Ja, vorwärts. Schnell, für die Freiheit. Kämpft! Okay, das ist nur Schwäche, keine Pestilenz. Achtung! Auf meinen Befehl. Zurück mit euch! Box mal den Erznekromanten um. Dass seine Geister verschwinden. Verteidigt euch! Vorsicht! Zurück mit euch! So, der Vollstrecker, der geht auch ziemlich schnell down. Kämpft! Und ich werde nach jedem Kampf sicherheitshalber speichern. Ich hätte eigentlich vor dem Kampf schon speichern sollen. Ja, vorwärts! Sofort! Auf mein Zeichen, sofort! Und los! Auf meinem Befehl. Bringen wir es zu Ende! Auf mein Zeichen! Bereit! So. Bereit. Sagen wir mal so, ohne Heilfähigkeit muss man wahrscheinlich auf die Obstkörbe setzen. Bereit. Ja, vorwärts. Zur Ehre Aonirs. Aber ja, durch die ganzen starken Einheiten, die wir jetzt haben. Und dadurch, dass die Gegner scheinbar ein bisschen verbuggt sind. Geht das ja sogar ziemlich einfach. Mir nach! Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Also ja, sollten wir eigentlich ganz gut vorankommen. So. Portal betreten. Neue Gegner, die wenig sind. Ach, Elementare. Ein neuer Händler hat eröffnet! Elementare. Gut. Was kriegen wir dieses Mal? Wie steht's? Aber zuerst gibt es eure Belohnung. Gut, was kriegen wir? Rüstung der Bewahrer. Beinplatten des Magiejägers. Roter Glanz. Oh, roter Glanz ist gar nicht mal so schlecht. Und Geld. Rüstung der Bewahrer ist eine Fernkampfrüstung. Elendshauch.
Ah. Ihren Stiefel. Okay, da müsste ich echt mal gucken, wo man den Rest von diesem Set herkriegt. Das wäre doch perfekt für mich. Oder natürlich die Runde des Pantheons. Das ist nämlich das, was ich aus den Kisten kriege. Stimmt, das könnte ich auch. Da ist auch noch von Elends Hauch der Helm. Gibt es zufällig einen Ring? Der einem so mal direkt ins Auge sticht. Tiaras Kraft. Ich glaube jetzt mal nicht. Wo ist Elends Hauch? Dass das die beiden Teile sind, dass es nur zwei Teile gibt. Außer wir kriegen natürlich noch einen Teil durch die. Ne, sind nicht nur die zwei Teile. Außer wir kriegen dann noch durch die Arena noch mehr Teile. Na, habt ihr euch? Der Kampf. Sehr gut. Oh, die beschwören. Gladiatoren, lasst Auf den Kampf meine beginnen. Sofort. Auf meinem Befehl. Für die Freiheit. Die können aber nichts einstecken. Jedenfalls der Magma-Stampfer kann nichts einstecken. Auf meinem Befehl. Zeit zu sterben. Die Urgewalt steckt auch nicht wirklich was ein. Vorsicht! Wir haben aber schon wieder einen Titan verloren.